Timo ist unter seinen Jordl-Brüdern und Schwestern in Bändel eine Legende. Aus der Sicht eines normalen Jordl stimmt mit ihm irgendwas nicht. Auch wenn Timo die Gesellschaft anderer Jordl genießt, besteht er auf regelmäßige Einzelmission zur kontinuierlichen Verteidigung Bändels. Trotz seiner sehr herzlichen Persönlichkeit legt sich während eines Kampfes in Timos Kopf eine Art Schalter um, sodass die Leben, die er während seiner Patrouillenzüge beenden muss, ihn nicht belasten. Selbst als er noch ein junger Rekrut war, empfanden es seine Ausbilder und andere Lehrer als etwas beunruhigend, dass, obwohl Timo normalerweise lieb und nett war, er todernst und höchst effizient wurde, sobald die Kampfübung begann. Timos Vorgesetzte leiteten ihn schon bald an die Spähtrupps des Mutterschiffs weiter, eine der hervorragendsten Spezialeinheiten von Bändel neben den Megling-Kommandos. Obwohl die meisten Jordl Solo-Missionen nicht mit besonders viel Raffinesse absolvieren, ist Timo auf diesem Gebiet besonders effizient. Seine Erfolgsbilanz bei der Verteidigung Bändels gegen Eindringlinge macht ihn ohne weiteres zu einem der gefährlichsten lebenden Jordl. Doch darauf würde man im Leben nicht kommen, wenn man mit ihm bei einer Tasse Honigmet in seiner Lieblingstaverne sitzt. Bändel wählt Timo als seinen ersten Champion aus und er war sofort in seinem Element. Seine unverkennbare Waffe, ein Blasrohr, schießt das seltene Ajunta-Gift ab, das er höchstpersönlich in den Urwäldern von Komungo sammelt. Um mit den langen Perioden der Isolation besser zurechtzukommen, hat Timo vor kurzem eine Freundschaft mit Tristana aufgebaut. Auch sie ist eine Liga-Championess und Mitglied der Spezialeinheit von Bändel. Diese Verbindung tut beiden Jordl gut, auch wenn Valorants sensationsheischende Presse Gerüchte verbreitet, die Freundschaft würde zu einer romantischen Beziehung. Wie dem auch sei, Timo ist in der Liga der Legenden ein Liebling der Massen und ein winziger Feind, den viele gelernt haben zu fürchten. Tristana sagte dazu: Timo bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen aufgewecktem Landsmann und gnadenlosen Killer. Aber es gibt niemanden, den ich lieber zum Freund hätte.